Also immer der First Pick, ironischerweise. Eigentlich hatten wir das genaue Gegenteil erwartet. Mhm. Also hier wirklich will die Niale gar nicht ins Spiel genommen werden. First Pick jetzt seines Unicorns of Love, die Morgana erneut. Und Gambit könnte sich eventuell wieder für den Maxer entscheiden. Wir haben es auch gestern schon angesprochen. Warum sollte man ein funktionierendes System ändern, wenn es doch so eindeutig und dominant funktioniert hat? Sie sind allerdings nicht selbstbewusst genug, um sich den Kopf mal offen zu lassen. Wahrscheinlich glauben sie nicht, dass sie nochmal das Game so dominieren können und das Game so schnell zu finishen können. An sich die Kombination des Rek'Sai und Maokai ist sehr smart. Und vor allem nimmt man die zwei Schlüssel-Champions von Kickers auch wieder weg. Mit Nidalee und Rek'Sai, seine Lieblings-Champions zusammen mit Nunu, bleibt da nicht mehr ganz so viel übrig. Der Nautilus im letzten Spiel hat ja nicht wirklich überzeugen können. Wir haben auch schon diskutiert, dass Nunu da vielleicht sogar die bessere Variante gewesen wäre. Und auch Nunu eigentlich einer von Kickers meistgespielten Champions. Ist da deine Vermutung, warum hat er sich nicht für Nunu entschieden? Nunu oder auch zum Beispiel ein bisschen Sauer hätte wunderbar funktioniert. Eins von beiden. Und das könnte eventuell der Saiyan Jungle werden. Oder aber Saiyan Toplane, weiß man natürlich nicht. Aber Kick ist ja einer der einzigen Jungle überhaupt, die bisher sich mit Saiyan... Vor kurzem erst Saiyan gespielt, ja. Wird wahrscheinlich in den Jungle gehen, weil sein Shampoo ja auch immer hart attackiert wird in dem Matchup bisher. Und wieder die Jinx. Also wir sehen erneut Morgana Jinx. Könnte natürlich auch noch Morgana Toplane sein, aber ich gehe stark davon aus, dass es erneut die gleiche Botlane sein wird. Hat jetzt definitiv Probleme gehabt gegen Gambit, hat aber nicht allzu schlecht performt und ja, Gambit könnte sich natürlich auch wieder für die Urga Jungle-Lane entscheiden. Zusammen mit dem Choker hat ja wunderbar funktioniert, also warum überhaupt irgendwas ändern? Es sieht ganz danach aus, es wird wieder der Choker. Ja. Macht Sinn, hat gerade eben funktioniert, warum sollte man erstmal was ändern? Gerade auch in der komfortablen Situation, jetzt müssen sie erstmal Unicorn auf Lauf, muss erstmal was finden, was jetzt dagegen einigermaßen bestehen kann. Das war ein klarer Stomp das letzte Game. Jetzt einfach abwarten, mit den Leichen kommt nochmal antreten und in den Best of Five ist das durchaus möglich. Ja, gerade auch in den Best of Five, warum eine neue Strategie preisgeben, wenn man eben mit der alten noch weiterhin gut fahren kann. Was wäre für dich da eine mögliche Antwort auf diese Combo? Besseres Gameplay an sich. Ich weiß nicht, ob man Morgana wieder auf Botlane setzen sollte oder vielleicht eher einen stärkeren Lane-Support, der besseres Traden erlaubt. Morgana ist da nicht so hilfreich. Wobei sie auch zwei Kills gemacht haben, also vielleicht gibt das Auftrieb und will trotzdem immer gerne auf Botlane lassen. Auf jeden Fall einen stärkeren Midgame oder im Early-Game stärkeren Midlaner. Wird sich hier die Ahri sind noch offen? Ja, die Ahri wird sich vielleicht anbieten. Oh, Udyr! Wow, also wir sehen den Udyr im Jungle von Kickers. Haben wir in Korea bereits gesehen, aber trotzdem extrem ungewöhnlich. Also in der EU und in der LCS noch gar nicht angekommen. Damit wird es Saiyan Toplane und Orianna Midlane. Also hier wirklich extrem tief in die Trickkiste gegriffen. Wir haben es ja schon gesehen in den Intel Extreme Masters. Das hat Kickers mit einem riesigen Champion Pool überzeugt, aber in der LCS eigentlich gar nicht. Was hältst du von Udyr? Sichert auf jeden Fall das Early Game ein Stück weit ab. Sollte normalerweise jedes 2v2 gewinnen. Auch als Sion Udyr sollte normalerweise gewinnen gegen Maokai Rek'Sai. Ich weiß nicht, inwiefern die geübt haben mit Udyr. Das ist halt immer die Sache. Ist ein besonderer Champ. Inwiefern man damit umgehen kann. Er erfüllt nur wirklich nicht viele taktische Systeme. Man kann eventuell Split pushen, man kommt normalerweise als Jungler nicht an die Items, um zu Split pushen. Das Early Game ist abgesichert, ist ein starker Early Game Jungler, aber danach kommt halt auch nicht mehr viel. Danach macht ein Udyr im Regelfall auch nicht mehr viel. Jetzt Last Pick für Gambit Gaming wird erneut die Jungler werden. Also wir sehen exakt das gleiche Team von Gambit, was wir auch im letzten Spiel gesehen haben. Unicorns haben da ein bisschen was dran geändert. Botlane identisch, Jungle allerdings Udyr, Midlane Orianna, Toplane Saiyan, also hier drei neue Champions. Gefällt dir das Matchup diesmal besser? Also hat da Unicorns einen besseren Job gemacht? Es sieht übrigens nach Udyr Toplane aus. Oh, wow, okay. Das wäre halt nochmal ein bisschen anderes. Sowohl Sion Jungle habe ich keine Erfahrung mit, als auch Udyr Toplane. Ich erinnere mich, in Season 2 war Tiger Udyr Toplane ziemlich broken. Red Pot. Könnte auch hier wieder für Split-Push eingesetzt werden. Da würde man dann auch an die Items kommen, die du angesprochen hast. Genau, vielleicht kann er sich hier durchsetzen, auch gegen den Maokai im Split-Push. Wäre sehr interessant. Ansonsten, Teamverhalten ist mit dem Udyr sehr schwer. Jetzt swappen sie doch, weil sie trollen wollen. Okay. Oh, so gemein. Also es scheint der Udyr Jungle zu werden. Und ja, es gibt ja in der LCS die Regel, dass man bei Sekunde 20... Hallo? Dass man bei Sekunde 20 quasi die Entscheidung getroffen haben muss, welcher Champion wohin geht. Also wird es der Udyr Jungle tatsächlich werden, Saiyan Toplane. Also dieses Split-Pushen wieder etwas kritisch, da die Items fehlen. Nichtsdestotrotz werden wir das gleich alles erfahren und zwar mit unseren wunderschönen Castern Mori und Neon. Jawohl, so schaut's aus. Wir sind natürlich wieder für euch da, wenn es um dieses Spiel geht. Gambit einfach mal, ja. Nichts geändert, warum auch.
Ich hätte gerne noch einen Sieg. Noch einen. Ne? Nachschlag. Klappt gut. Auf der anderen Seite ein bisschen umgestellt bei Unicorns. Die Botlane ist leicht geblieben. Da hat man tatsächlich gewonnen, obwohl am Anfang auch der Urgot sehr wehgetan hat. Aber Hylissang mit Morgana offensichtlich so stark gewesen, um das hier nochmal zu carryen. Interessant wird's tatsächlich Udyr, einen Pick, den wir in dieser Season so noch nicht gesehen haben. Ja, das wird auf jeden Fall interessant, vor allen Dingen, weil Udyr im Prinzip nur rennen kann. Das heißt, sie haben eine nicht so optimale Situation für Power of Evil, um wirklich den Ball ins gegnerische Team für eine Schockwelle zu kriegen. Also Sion kann natürlich probieren reinzukommen, aber Sions Ulti ist im Normalfall nicht dafür geeignet, wirklich in die Gegner reinzukommen, sondern einfach nur Gegner wegzuzonen, schnell auf die Lane zu kommen. Das sind eigentlich eher die Gründe, weil es einfach so einfach ist, sie auszuweichen. Vor allen Dingen, wenn man irgendwo im Jungle ist und um eine Kurve rumläuft, dann kommt man schon nicht mehr rein. Das heißt, es wird nicht so einfach für Power of Evil einen wirklich guten Ball, eine gute Schockwelle zu kriegen. Wenn man sich das auch anschaut, jetzt geht's da komplett los. Ward ist gesetzt, man sieht da den Trupp unterwegs von Gambit. Wieder die Wards natürlich tief, aber wenn man sich das mal so anschaut, du sagst es, Unicorns of Love hat nicht so wirklich die Engage-Möglichkeiten, die können halt brachial mit Sion reingehen und sonst wird es halt schwieriger, wenn Morgana dann nicht ein einzelnes Ziel mit der Bindung trifft. Da hat es halt Gambit deutlich einfacher, was Engagement-Möglichkeiten angeht. Wenn man aber dann weiter schaut, Unicorns of Love mit einer Jinx setzt halt wieder eher aufs Late-Game. Das heißt, sie wollen auch nicht unbedingt den Engage, sondern eher die einzelnen Pickups haben zunächst. Also der Udyr-Skin natürlich sehr genial. Frisch rausgekommen ist es natürlich definitiv nicht Udyr, den wir hier im Jungle sehen. Und das Problem ist auch, wenn man definitiv nicht Udyr im Jungle spielt, hat man immer noch die Sache, er rennt rauf, Janna gibt ihm einen Wirbelsturm ins Gesicht, er kommt nicht mehr hinterher. Und das war's dann, oder der Monsoon kommt dazwischen. Also da hat man die Sache, und das gleiche gilt auch wie für Kog'Maw und wie für Kog'Maw gilt auch für Orianna. Wenn Orianna angegangen wird, wenn Maokai auf ihr drauf ist, wenn Jogad auf sie rausflasht, dann kann man sie auch ganz schnell aufessen. Sie hat auch keinen Sprung, wie zum Beispiel eine Ahri, wie eine Zed, wie eine LeBlanc, um sich da raus zu beschützen. Das heißt, man kann genau das gleiche wieder machen. Oh, wieder. Pinoy. Läuft! Wieder mal! Kann jemand mal eine Strichliste machen? Also wenn man jedes Mal wirklich ein Glas Milch trinken würde, wenn diese Bindung treffen würde, ja, dann müsste man sich schon eine ganze Molkerei aufkaufen, glaube ich. Ja, das ist unglaublich. Also Pinoy scheint die Bindungen magisch anzuziehen. Da muss man aufpassen. Im letzten Spiel hatten das ein bisschen am Anfang die Botlane versaut. Nachdem sie dann erstmal Jinx zurückgedrängt haben, kamen sie wieder, haben die Kills geholt. Kiki ist jetzt ganz offensiv sofort schon auf der Botlane, um Pinoy zu bestrafen. Ja, da geht's direkt drauf mit Level 2 hier und dem Flash. Dann die Bindung und Pinoy abgeräumt. Das hat geklappt. Und wieder Hylissang in Kombination mit Kikis. Ja, so soll's sein. Und man hört's zu Recht, Hylissang. Also der macht wirklich einen guten Job. Aber auch in schönen Strategie, dass man probiert, okay, wir wissen, Urgot zusammen mit Janna wird am Anfang Druck machen, wird reindrücken. Da können wir also raufgehen mit dem Redwurf, mit Udyr. Er hat halt später nicht mehr so einfaches Spiel, das zu tun. Also gleich möglichst früh ausnutzen und raufgehen. Und es hat ja geklappt. Die Bindung war auch super davon hier, würde ich sagen, auf das gesamte Ziel. Flash durch die Minus und durch. Also, schöne Strategie. So bringt man sich ganz Anfang nach vorne. Und hier das Duell passend als Holzfäller gegen den Baum. Entsprechend sieht es ja auch gerade aus auf der Lane. Beide sind auf, oder sind mit Level 2 auf die Lane gekommen. Sind zwei der Top-Laner, mit denen man das sehr gut machen kann. Sein über die Passive, davon muss er sterben, und Kabochard eben über seine Zaplings. Das heißt, auch beide in Teleport sofort rausgezogen. Ganz normal lane-typisches Verhalten also. Sein ist halt genau wie Maokai ein Champion, der sehr, sehr stark auf der Lane ist und auch sehr gut im Lane-Swap ist. Deswegen beide Möglichkeiten nicht sonderlich optimal für Gambit gewesen, haben sich also dafür entschieden, den Vorteil einfach auf der Botlane, den sie letztes Mal mit Urgot und Janna hatten, wieder zu spielen. Was in diesem Fall aber auch von Kikis und von Unicorns of Love vorausgeahnt wurde. Also man sieht schon, die Teams, das erste Spiel, wie auch immer es ausgeht, sie machen sich Gedanken und probieren dann im zweiten Spiel definitiv was zu ändern und die Strategien zu kontern. Und das würde mich freuen, wenn Unicorns of Love im Gegensatz zu gestern hier auch jetzt einen Sieg holen könnte, denn gestern war es ja so im Prinzip egal, wie das erste Spiel ausgegangen ist, die anderen Spiele wurden trotzdem immer noch weiter gestompt und da kam nicht die richtige Anpassung. Das hat dann nicht geklappt. Was man auch sieht, kaum trifft die Bindung mal nicht, wird so, sofort eiskalt bestraft und Edward und Pinoy gehen drauf. Generell Pinoy in Farm trotz des einen Todes nicht wirklich zurückgeworfen. Oh, aber jetzt hier mal eben auf Edward drauf. Gut, das war jetzt ein leichtes Ziel. Aber Edward ist halt immer noch okay. Wenn sie Edward treffen,
ja. ist da immer noch die Gefahr, dass Pinoy was machen kann. Deswegen können sie da nicht voll reingehen, können nicht raufgehen. Wenn man aber immer, sobald man sieht, dass wirklich die Bindung auf Pinoy ist, sieht man immer gleich, Jinx geht rauf, sie wollen offensiv dann reingehen, den Schaden drücken. Und das klappt dann auch meistens. Ah, das ist halt schon fast Standard, dass so ein Supporter mal erwischt wird. Aber du hast es halt gesagt, laufen, Wirbelsturm und schon passiert nichts mehr. Easy. Ja, aber Udyr ist auch ein Jungle, der auf jeden Fall sehr früh den Drachen machen kann. Was allerdings ein großer Nachteil ist von Udyr, er kann da nicht irgendwie durch die Wand. Er kann nicht wie Rexel sich einfach einen Tunnel durchgraben, sondern muss halt wirklich außen rumlaufen. Ja, der Skin ist natürlich großartig. Auf jeden Fall. Der ist genial. Na, und auf der Midlane weiterhin sehr, sehr ausgeglichen. Klar, Orianna kann halt super passiv stehen und poken. Und Cho'Gath ist halt ein kräftiges Kerlchen. Insofern, ja, wenn man jetzt mal guckt vom Farm her, es wird die Welle reingepusht in der Hoffnung, dass Pinoy nicht alles mit abbekommt. Der darf da jetzt mal ein bisschen nachholen, hat sich auch die Träne direkt geholt, damit er halt seinen Mana-Haushalt gut versorgt hat. So schon mal hochstacken kann. Ganz wichtig, wenn er die Träne holt, was man normalerweise macht, dass er ihn auch früh hochgesteckt kriegt. Gambit, da wurde euer Blue Buff jetzt hier eben mal weggegeben. Diamond hat da nichts gefunden, ist einfach durchgegangen. Der ist halt schon noch nicht da. Ja, die Frage ist natürlich, wie geht's weiter? Also ich meine, ein Udyr so für Early Pressure, ich meine, normalerweise bevorzugt man da eher andere Jungler, wie eine Nidalee, wie ein Lee Sin beispielsweise. Guck dir mal an, was er gekauft hat. Ja. Das Jungle-Item nicht mal ausgebaut, bis jetzt gerade eben. Sondern hat vorher sich sofort die Schuhe gekauft. Einfach komplett aggressiv früh, ganz schnell durch die Gegend flitzen, probieren Leute abzufangen, abzufarmen. Also das ist definitiv ein anderer Ansatz. Ich glaube auch jemand, ein Ansatz, den aus der LCS nicht viele Teams kennen oder gewohnt sind, dagegen zu spielen. Ja, also man hat sich das hier definitiv überlegt, wie man diesen Udi hier spielen möchte. Aber bis jetzt auf dieser einen Aktion ist ja jetzt so viel auch noch nicht bei rumgekommen. Klar, super, hat sich ausgezahlt. Aber um das Team ins Spiel zu bringen, muss da noch ein bisschen mehr kommen, logischerweise. Diamond ist immer gefährlich, dadurch, dass er überall auf der Karte auftauchen kann. Und auch er ist jetzt unterwegs auf der Toplane. Das heißt, hier kannst du zum klassischen Counter-Gang kommen, zum 2 gegen 2 auf Kabelstadt. Sofort ist Diamond da, hat schon einiges kassieren müssen. Man ist allerdings in der Nähe des Towers, jetzt noch ein Smite drauf, aber Kikis, ja, der ist da eben sofort abgeräumt, dadurch, dass er halt mit den Schuhen angefangen hat. Hat er nicht so die guten Kampfwerte, wie das jetzt ein Diamond hat. Ja, und man hat auch wieder gesehen, dass Betsy sofort auf dem Weg war. Auch mitgekommen, dass war im letzten Spiel gar nicht so, da wäre Betsy immer alleine auf dem Weg, wenn Power of Evil gefarmt hat. Jetzt ist er nachgekommen und wartet, ob sie diven. Ja, aber jetzt hat man ihn trotzdem erwischt. Der Kill ist da, es geht in die Passive. Diamond kommt aber weg und der Einfluss von Power of Evil war hier quasi nicht vorhanden. Er hat, wie du schon gesagt hast, eher mit einem Dive gerechnet, dass er direkt am Tower abgeräumt wird. Das hat man nicht gedacht. Hier die Bindung schützt Vardax vor dem Tod. Ja, das war aber halt für Power of Evil das Schlechteste, was hätte passieren können. Jetzt probieren sie wenigstens Betsy nochmal rauszunehmen dafür. Der trifft auch nicht seine Rupture und flasht die Schockwelle. Der trifft die Schockwelle nicht. Das ist besonders bitter als Orianna, weil es halt so das Krasseste ist, was du machen kannst. Wenn du da jemanden triffst, dann stirbt er in der Regel auch. Ja, in diesem Fall hat es halt nicht geklappt, haben dafür aber den Flash bekommen immerhin. Ja. Und damit ist der Nachteil, den er hatte, so wenigstens so ein klein bisschen aufgewogen. Aber normalerweise, wenn man hochgeht und auf dem Dive wartet sogar, wenn man den Dive vorausahnt und dann da extra steht, dann muss man auch damit rechnen, dass er kommt. Und man hat ja gesehen, da ist einfach der Kill gefallen, ohne dass er dazukommen konnte. Da stand Power of Evil halt einfach nur da, hat zugeguckt, hat nichts machen können und hat jetzt immerhin einen Flash rausbekommen. Trotzdem ist Cho'Gath wieder auf der Lane. Das heißt, einen Farmvorteil hat er sich dadurch nicht wieder zurückholen können. Vollkommen richtig. Jetzt wird gepinkt die Botlane. Das heißt, hier wird es gegebenenfalls einfach einen Gank geben. Dass Urgott stark ist, also Urgott Jenna gegen Morgana Jinx, das haben wir im letzten Spiel ja durchaus schon gesehen. Das Potenzial da ist. Potenzial auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich immer, ob man das ausschöpfen kann. Das ist ja das, worum es eigentlich geht. Aber auf der Botlane vor allen Dingen sieht es diesmal wesentlich entspannter aus. Keine Tode nach dem ersten Gank, gleicher Farm. Was natürlich gut ist für Jinx, wenn sie hier im Farm auf jeden Fall mithalten kann. Musste aber auch zwei Dorans kaufen, weil Urgott so viel Druck am Anfang macht. Wirft natürlich das Item mit so ein bisschen nach hinten.
Richtig, und das ist gerade als Jinx besonders ärgerlich. Klar, du hast halt eine schwache Phase zu Beginn. Dir gehört das Late Game. Aber das dauert eben noch länger, dahin zu kommen, wenn du das Dorans holen musst. Man sieht, die Fans halten hier wirklich die Treue, trotz nach dieser sehr eindeutigen Partie. Und was ebenfalls feststeht, kleiner, wirklich kleiner Goldvorteil für Gambit. Kill-technisch ist es eben ausgeglichen, sprich, das liegt wirklich nur im Farm. Hauptsächlich auf der Midlane, aber selbst auf der Bottomlane inzwischen. Ja, ganz anders als das letzte Spiel, also komplett. Und da hat es sich gelohnt, dass die Sein gepickt haben. Es ist halt sehr schwer, gegen Sein zu diven, weil man immer mitberechnen muss, dass Sein noch in der Passiven einen töten kann, wenn man zu viel Schaden kriegt, weil Sein noch so viel Möglichkeiten hat, einen zu verlangsamen oder einen hochzuwerfen, abzubrechen in Dive. Gleichzeitig gilt das ja hier auch für Orianna. Also sie haben eine gute Chance jetzt mit ihrem Team, im Gegensatz zum letzten Mal, Engage zu verhindern. Wenn Gambit also in sie reingehen will, wie davor, können sie mit Design Ulti dann defensiv zünden, weil dann trifft er garantiert Leute, kann sie hochwerfen. Orianna kann die Schockwelle dann defensiv einsetzen, in die angreifenden Gegner reinziehen. Und das ist natürlich jetzt diesmal viel besser als im letzten Spiel. Hylissang macht da weiter, wo er aufgehört hat, nur bieten sich nicht mehr ganz so viele Möglichkeiten, da die Bindung zu treffen. Allgemein ein etwas verhalteneres Spiel, man möchte kein Risiko eingehen. Gambit hat es nicht nötig und Unicorns of Love will eher die Pickups als die Teamfights, wie du schon gesagt hast. Die wollen ja erstmal, dass man da an ein paar Items kommt, bevor man wirklich kämpft. Und trotzdem muss man hier wirklich reagieren. Ja, der Drache ist immer noch keine Alternative gewesen. Nee. Also der wird hier ein bisschen außen vor gelassen. Ist, wie gesagt, dem geschuldet, dass Ude, wenn er den Drachen machen will, nicht durch die Wand gehen muss, sondern außenrum sich also an den ganzen Öffnungen zum gegnerischen Jungle vorbei bewegen muss. Riskant natürlich, wenn der Gegner dann kommt. Vor allem da Betsy und Pinoy mehr Druck auf der Lane erzeugen als die eigenen Lanes. Das heißt, es ist wahrscheinlicher, dass die zur Hilfe kommen können. Hier mal eine Bindung nicht getroffen. Dazu kommt, der Drache ist wirklich extremst gut gewordet. Das heißt, beide Teams haben eine gute Sicht darauf. Und mal eben so den Drachen zu nehmen, ist halt schwierig. Jetzt hierauf hat Diamond gewartet, dass Vizichachi mal ein bisschen rausgeht. Flash wird sofort gezündet, man ist aber selber dran. Kikis kommt mit zur Hilfe, wirft sich dazwischen. Jetzt holt er nochmal aus mit der Axt. Muss aufpassen, Power of Evil kommt zur Hilfe, hat hier seinen Ball und da muss man... Hätte er da die Schockwelle gezündet, wäre das gefährlich gewesen. Er hat sein Schild auch mitgebracht. Hier ist eine Orianna wirklich sehr, sehr hilfreich. Für das Zoning, sie wirft den Ball rein und du kannst nicht rein, weil die Gefahr da ist. Hier gleichzeitig mit der Bindung Hylissang sehr offensiv. Edward knallt seine Ulti direkt schon raus. Und jetzt muss die Heilung allerdings kommen, um Supporter zu schützen. Teleport unten mit dabei. Pinoy erwischt im 2 gegen 2. Vardax hatte hier keinen Einfluss mehr, der Teleport ging trotzdem raus, aber Vardax mit dem Schaden und wieder auch Hylissang als Vorbereiter. Und jetzt will man diesen Drachen endlich nehmen in der 13. Minute. Ja, das ist der Drache, den sollte Unicorn doch auf jeden Fall kriegen. Und es ist wieder so, dass Pinoy auf der Botlane ziemlich ordentlich abgeräumt wird und vor allen Dingen durch Hylissang. Das muss man ihm zugutehalten, der ist derjenige, der immer wieder vorlegt. Und da war auch der Fokus halt die ganze Zeit auf Hylissang, das hat man gesehen. Es war komplett, Vardax konnte machen, was er wollte, die ganze Zeit schießen mit seiner Jinx, wurde nicht angegangen. Dann hat Pinoy sogar nochmal probiert, mit dem Positionswechsel auf Jinx an Morgana ranzukommen, näher reinzukommen in die Morgana und Jinx damit noch besser in den Weg zu stellen, sodass er gar nicht mehr rauskommt, also im Prinzip 1 gegen 1 abtauschen muss. Aber Gambit holt sich dafür 2 Tower und da muss man sagen, ist es halt wieder besser für Gambit, ehrlich gesagt, um 2 Tower hier zu bekommen. Also Tower gegen Drachen ist okay, Kill gegen Tower ist halt auch okay. Insofern, Gambit Gaming immer noch super im Spiel, auch wenn das die Aktion gerade ärgerlich war. Dazu muss man ja auch sagen, Jinx hat halt schon deutlich mehr Schaden. Jetzt die Spitzhacke noch zusätzlich, aber davor hatte sie halt das Riesenschwert gegen die Spitzhacke. Und dadurch, dass Pinoy halt auf die Trine gehen musste, naja, fehlte es ihm auch so ein bisschen an Schaden in der Hinsicht. Ja, der Vorteil ist halt auch, dass der magische Schaden von Hylissang relativ ordentlich ist, vor allem mit dem Entzünden dabei. Was ich zum Thema Entzünden auch noch sehr interessant finde, ist, dass Orianna in der Midlane sehr oft mit Entzünden gespielt wird. Und in den Spielen, die ich von Orianna bis jetzt in der LCS gesehen habe, in der Midlane, ist es fast nie so gewesen, dass Orianna irgendein Duell hatte gegen gegnerische Midlaner, wo sie das Entzünden wirklich hätte einsetzen können. Das Entzünden wird von den meisten Midlane Orianas, weil sie halt einfach nur am Farm sind,
wie man es kennt von Orianna, fürs Late-Game, für die Items farmen, dass man eine gute Schockwelle sitzt. Das entzündet nicht wirklich ein. Sie ist eigentlich diejenige, die meistens eher gegankt wird sogar noch. Und von daher wäre ein defensiver Spell vielleicht eher effektiv. Ja. Ich denke in diesem Fall wirklich einfach nur, um die Regeneration von Cho'Gath von Maokai zu unterbinden. Aber ansonsten... Ja, also sonst hat man auch ganz oft ein Erschöpfen beispielsweise mit drauf, einfach um ein zweites Erschöpfen mit dem Team zu haben. Vor allem, wenn man mit viel AD-Schaden zu rechnen hat. Ansonsten eine Barriere oder so, um den Schaden wirklich abzuhalten. Also da hast du vollkommen recht, eine Orianna mit Entzünden ist jetzt nicht ganz so alltäglich. Und auch farmtechnisch sieht es gegen den Cho'Gath da gar nicht mal so gut aus, wenn man sich das anschaut. Er selber unterwegs mit dem Höllenzepter. Power of Evil hat sich für Athenes entschieden, was er ein Stück weit gebufft wurde. Bringt halt ordentlich Mana, was man haben möchte, ein bisschen Magieresistenz mit bei. Allerdings mangelt es dadurch auch an Fähigkeitsstärke und damit auch an Schaden. Der ist ordentlich auf Hylissan. Der hat sich mal erwischen lassen. Vardax haut ebenfalls raus und jetzt geht's hier. Das komplette Team Gambit ist da auf der Bottom Lane. Musste auch den Flash rausziehen, Vardax. Gut, da kann man natürlich als Morgana relativ wenig machen, wenn man hier so vom ganzen Team überrascht wird. Aber Unicorns of Love schlägt sich trotzdem nicht allzu schlecht. Müssen nur aufpassen, dass sie nicht zu weit rausgehen. Sie versuchen jetzt den Tower hier zu verteidigen. Das Potenzial haben sie. Die Schockwelle ist bereit. Und auch Hylissan ist wieder auf dem Weg. Ja, das sieht man halt wirklich auch durch den Respekt, den man trotzdem noch vor so einer Schockwelle haben muss. Dass Gambit immer wieder sich aufsplittet, probiert nicht auf einem Haufen zu stehen, immer wieder rausläuft, nachdem sie ihren Poke abgeladen haben. Und wichtig wird halt auch immer, dass Power of Evil und Vardax aufpassen. Wenn Cho'Gath sie einmal trifft, man halt kennt das, dann flasht er rein, macht er noch sein Silence und frisst ihn auf. Da ist die Bindung auf Betsy und da kommt ordentlich Schaden raus, die Schockwelle. Hilft hier nicht, um den Kill zu bekommen. Auf der anderen Seite oben läuft der Slowpush. Damit hat Gambit natürlich auch so ein bisschen spekuliert. Wieder die Bindung auf Diamond kann nicht ausgenutzt werden. Also die Schockwelle ist schon mal raus. Ein ganz wichtiges Momentum. Ansonsten eigentlich fehlt die Reichweite bei Gambit, um so einen Tower lange angehen zu können. Aber jetzt versuchen sie einfach komplett einen Dive. Vardax ist ziemlich niedrig. Mit den Lebenspunkten wird hier geschildert. Aber Kamonchan ist dran, teilt aus, kriegt ihn raus. Pinoy sogar den Kill noch, aber selber stirbt er hier im Duell. Genauso wie Diamond im Übrigen. Double Kill für Power of Evil und jetzt ist da noch mehr drin. Edward abgeräumt, Triple Kill. Triple Kill von Power of Evil und der ist weiter hungrig. Flasht hier nach vielleicht ein bisschen zu weit raus. Gegen Betsy will er unbedingt noch. Und das kriegt Kikis Power of Evil mit dem Schild noch. Mit dem Schild, wie knapp ist das denn bitte? Und der knallt wirklich weiter die Bälle rein. Sieht, dass er kein Mana hat. Und das ist das Ace. Im Flash getötet. So lange überlegt, ob er flashen soll. Und dann noch im Flash getötet. Jetzt haben sie nur Orianna geschaffen. Die ist ein Monster. 4-0. So viele Kills. Und das wird verdammt nochmal wehtun. Jetzt sehen wir den Kampf nochmal. Schockwelle an sich. Sie wissen, die Schockwelle ist nicht mehr da. Das ist schon mal ein guter Faktor. Da kann man schon mal überlegen, ob man reingeht. Aber der Turm ist noch da, volles Leben. Das heißt, sie kämpfen die ganze Zeit unter dem Turm. Vardax ist jetzt hochgeworfen worden. Sagen, okay, jetzt wollen wir Vardax haben. Aber Cyan bricht Betsy ab. Der kommt nicht rein. Der Turm schießt die ganze Zeit auf Pinoy. Pinoy kriegt so viel Schaden vom Turm. Er stirbt prinzipiell einfach nur am Turm. Also Pinoy hat nichts machen können in diesem ganzen Kampf, außer zu sterben. Edward rausgezont, steht da alleine auf verlorenem Posten, wird abgeholt. Und jetzt ist es natürlich eine Unterzahlsituation. Sie haben den Turm nicht respektiert und vor allen Dingen Pinoy hat das schlecht gespielt. Jetzt wollen sie Power of Evil holen. Das ist halt extrem knapp. Da muss man sagen, hat Power of Evil einfach ein bisschen Glück gehabt, dass der letzte Angriff nicht mehr rauskam. Und da durch den Flash hat er sein Schild gerade noch bekommen, um einen Angriff abzubrechen von Maokai. Und, und jetzt geht's hier direkt weiter für die Unicorns. Hier schon häufig angefallen worden. Vardax direkt den nächsten Kill. Das Publikum rastet aus. Rastet aus, jetzt den zweiten Kill auf Vardax. Jetzt wird es wirklich unangenehm, wenn man hier vorne ist. Und vor allem, wenn sie jetzt die Tower noch abreißen, was kein Problem sein sollte, dann sind sie sogar wirklich goldtechnisch vorne, wenn sie einkaufen gehen. Betsy ist sauer. Kann er was machen? Diamond ist da. Kiki ist zur Stelle. Seobi, Visi, Chachi drücken ihn da raus. Der Flash da. Aber auch Diamond weiß, seinen Flash zu nutzen über die Wand. Und ja, du hast es schon gesagt, gerade Power of Evil. Halt 4 Kills in einen Kampf geholt als Orianna. Und das, obwohl die Schockwelle nicht da war. Ja, der Kampf war halt nicht gut von Gambit. Und das ist jetzt der Drache und Betsy ist eingefangen worden. Immer diese Bindung und das ist halt Betsy, der hier abgeräumt wird. Man ist diesmal dran, Power of Evil, bekommt dadurch den Shutdown hin.
Und weiterhin wieder die Bindung, wieder ein Kill auf Diamond erneut. Kiki ist da noch im Duell, sie sind im 2 gegen 3 gerade und Pinoy ist mit dabei. Und diesmal wird es halt kein Kill nach dieser Bindung. Er kommt mit dem Schild, kommt er weg. Vardax hinten muss aufpassen, wieder zurück zur Tower. Nein, auch da tauscht man 2 zu 2. Gefühlt ist das allerdings jetzt gerade ziemlich gut. Ja, sie kriegen ja direkt den nächsten. Kriegen noch den Sein, also 2 zu 3, sehr gut für Gambit nochmal. Und den Turm auch noch oben drauf. Das hat sich jetzt gelohnt, da haben sie nicht so optimal gekämpft. Power of Evil hat das ganze Gold bekommen und der war halt angegangen. Und das haben sie diesmal gut gemacht, da war auch kein Turm, der Schaden macht. Von daher ein bisschen entspannter diesmal der Kampf für Gambit. Also man hatte ja noch nicht mal großartig Chance, das Gold wirklich auszugeben. Ja, das ist halt der Punkt, den man auch jetzt gesehen hat. Orianna sehr unmobil, genauso wie Jinx. Wenn Marokka erstmal an ihn dran ist zum Beispiel, wird's schwer, da wegzukommen. Betsy muss allerdings aufpassen. Er hat sich jetzt schon ein paar Mal von den Bindungen von Hyolissang einfangen lassen. Und wenn er seinen Auffressen nicht einsetzen kann, fehlt viel, viel Schaden. Ja, jetzt geht's wieder drauf auf Power of Evil. Visichachi ist zur Stelle, stürmt da rein. Da brennt es vorne in den Tower. Schafft er es noch? Die Verlangsamung schön mit der Kugel getroffen, genauso wie mal wieder die Bindung. Kiki ist vorne mit dabei und immer wieder schleudert Power of Evil hinten seine Kugeln durch die Gegend. Hyolissang drückt hier mit raus und das sollte, ja, es reicht. Man kriegt den Kill. Hyolissang trifft alles jetzt auf Diamond. Kikis sollte abräumen können, schafft er. Hyolissang bezahlt hier mit seinem Leben dafür, dass sein Team die Kills bekommt. Macht hier den vorbildlichsten Supporter EU West. Und Kiki ist jetzt hinterher gegen Betsy. Nochmal mit Ultra-Turbo unterwegs. Edward über rechts mit Schild und Pinoy. Auf den muss man richtig aufpassen. Der kann Schaden drücken. Visichachi allerdings noch gute Dinge. Und Vardax ist es genauso. Flash weg. Und das sollte der Kill auf Edward sein. Der Tower Damage ist da. Kikis kommt da. Wow. Mit dem Schild sogar noch lebend raus. Und Betsy von Vardax abgeräumt. Pinoy gibt's noch mehr. Was ist das denn für ein Spiel? Bitte sehr. Kill für Power of Evil. Diamond hinterher, die sind alle low. Jetzt müssen sie aufpassen. Sie kriegen die Kill, jetzt müssen sie langsam wirklich zurück, denn auch Carbon Shell ist wieder unterwegs. Also ein pures Gemetzel hier direkt zu Beginn. Und da auch wieder Gambit zu tief reingegangen in den Turm. Sie wollten unbedingt diesen Kill auf Power of Evil, sind aber nicht rangegangen. Und das hätte so ein bisschen klar sein müssen für Carbochart. Der ist ganz lange durch den Turm gegangen, hat die Hälfte des Lebens verloren, wurde dann abgeräumt und waren wieder in der Unterzahl, weil sie einfach im gegnerischen Bereich, im gegnerischen Jungle unter deren Turm gekämpft haben, unbedingt um den Kill zu holen. Und das gibt jetzt halt nochmal einen Riesenboost. Jetzt zeigt sich das, was man ganz oft halt zu Unicorns of Love sagen kann. Wenn Power of Evil und Kikis gute Picks haben, mit denen sie gut spielen können, dann carryen sie das. 5 zu 1, 6 zu 2. Ist enorm. Wobei, wie gesagt, Hyolissang auf jeden Fall hier mit seinen Bindungen MVP, trifft alles, bereitet alles vor, unfassbar stark und das muss man auf jeden Fall jetzt ummünzen. Das Rabadon schon fertig, Leon, Stab, Athens, das ging jetzt super schnell von den Items her, damit Betsy auf jeden Fall überlegen. Ja, und wenn halt Jinx erstmal diesen Kill kriegt, dann kann sie halt hinterher sprinten und dann kommen halt immer wieder auch die Schilde, dann kann sie sich selbst sehr gut bewegen. Udi hat selbst ein Schild, der ist da geschützt, Zion hat ein Schild, Orianna kann halt auch Leute Schild, das schwarze Schild fängt immer den magischen Schaden ab von Jogar zum Beispiel. Also sie haben da zwar nicht eine Protected Hypercarry, kommt in dem Sinne, aber sie können sich trotzdem immer noch gut am Leben halten und vor allen Dingen selbst wieder beschleunigen. Udi kann hinterher sprinten, Jinx wird, wenn sie killen, das ist gerade schnell. Orianna kann ihre Beschleunigung mit dem W machen. Also, es ist nicht sehr angenehm, wenn man dem Gegner erstmal Kills gibt. Auf alle Fälle. Da ist eine Menge Schadensbisse. Vor allem mit einer Jinx im Team hat man definitiv auch das Late-Game für sich. Der Vorteil ist halt, und das war vorhin schon beim ersten Kampf dann, als Power of Evil die Kills bekam, einfach ein Denkfeeder von Gambit. Sie haben halt eine Kombination, das hat sich im letzten Spiel schon gezeigt, sie können nicht gut Tower einreißen, weil ihnen die Reichweite fehlt. Unicorns of Love kann super am Tower kämpfen wiederum, weil sie haben auf der einen Seite Reichweite, sie haben viel Poke, sie haben ein Poke-lastiges Team und dass da Gambit halt auch sich wirklich hat verleiten lassen, führt dazu, dass Unicorns of Love jetzt einen nach dem anderen abreißt. Der Turm wird auf jeden Fall jetzt fallen, keine Chance, es zu verteidigen. Der Ball von Power of Evil liegt auch vorne, falls jemand auch nur auf die Idee kommen sollte, den Turm zu verteidigen. Und
Damit ist der ganze Vorteil, den Gambit aufgebaut hat, in den Vorteil von 4000 Gold für Unicorns umgeschlagen. Und der Drache ist auch gleich wieder da. Wäre jetzt schon der dritte. Auch das. Gambit im letzten Spiel 5:0 Drachen. Unicorns of Love in diesem Spiel 2:0. Und auf dem Weg zum 3:0 Drachen. Also auch da ist Gambit jetzt ein ganz Stück weiter hinten. Ja. Und dem sie halt genau die gleiche Comp gepickt haben, haben sie halt auch Unicorns of Love wirklich 100% ihre Konterstrategie spielen lassen. Hätten sie ein bisschen was dran geändert, hätte Unicorns on the fly im Prinzip im Picken überlegen müssen, wie sie darauf reagieren. Denn ich kann dir versichern natürlich, dass da nach dem ersten Spiel auf jeden Fall der Coach sich was überlegt hat, zusammen mit dem Team. Und dass die Unicorns of Love sich das ausgedacht hat. Und denen halt wirklich das fortzusetzen, wo wir sie gerade gegen überlegt haben. Daher auch spannend, dass sie wirklich keine Bands oder so gesetzt haben, sondern wirklich gesagt haben, jo, lassen wir denen wirklich komplett das gleiche Team. Wir picken am Anfang, haben sie auch gemacht, die Botlane wieder genau gleich und laden Gambit dazu ein. Und das ist aufgegangen. Bis jetzt zumindest. Noch ist das Spiel nicht gewonnen, auch wenn es sehr, sehr gut aussieht mit 4000 Gold. Der dritte Drache, du sagst es halt, das gibt wieder ein bisschen Speed-Bonus. Udyr wird sich freuen. Ja, der ist natürlich jetzt noch schneller und Jinx in diesem Spiel halt auch viel besser drin. Hat jetzt hier der wirklich Kills gekriegt, also Gold, womit er auch arbeiten kann. In diesem Fall jetzt nach 25 Minuten schon zwei Items fertig, viel besser unterwegs als im letzten Spiel, auch farmmäßig vor Pinoy, der 1-5 steht. Also in beiden Spielen jetzt nicht die beste Performance gezeigt mit seinem Urgot. Und Urgot hat es halt auch nicht so leicht, wenn er erstmal hinten ist. Wenn er hinten ist, ist es halt nicht so optimal. Er ist kein Hypercarry, der später zurückkommen kann, wenn er ein paar Items hat. Seine Stärke liegt halt im Early-Mid-Game, vielleicht noch im frühen Late, aber Late-Game fällt er auf jeden Fall ab. Seine Schwäche ist auf jeden Fall eine Morgana, wie wir gerade, oder wie wir jetzt auch schon zwei Zumindest Games Zumindest Pinoys Schwäche, ja. Zumindest Pinoys Schwäche, ja. Du hast es aber schon gesagt, mit der Hitbox ist das nicht einfach. Da gibt es durchaus bessere Möglichkeiten. Plus, du hast halt nicht so diese Dashes, wie zum Beispiel Lucian etc., oder auch Graves, um damit rauszukommen, was ja so das Meta ist. Oder man hat einen Hyper-Carry, wenn man schon auf die Dashes verzichtet. Jetzt geht's auf Kikis, der sich weit in den gegnerischen Jungle getraut hat. Aber der ist gut im Spiel und was geht da ab? Betsy hat einiges an Lebenspunkten verloren. Hylissang ist wieder mit dabei, trifft hier Carbochard Power of Evil und hinten die Rakete fegt hier einfach Betsy weg. Das heißt, ein wichtiges Element fehlt hier schon, sie sind in Unterzahl. Kikis hat das hier Ganze sehr gut ausgestanden. Quasi den Gegenbait gestartet. Ja, Kikis kriegt keinen Schaden. Der ist so tanky, ja. Das bisschen, was er an Schaden kriegt, wird von seinem Schild selber noch abgeblockt. Und Betsy ist auch in diesem Spiel immer wieder jemand, der rausgefischt wird. Betsy ist jetzt zum dritten oder vierten Mal passiert, dass er von der Bindung getroffen wurde und danach mehr oder weniger getötet wurde. Aber auch er ist groß, das kommt wieder mit dazu. Kikis wird ja auch geschildet, unter anderem von Power of Evil. So langsam macht man sich ja so einen Turm dran, muss aber aufpassen, da kommt ein bisschen Sturmschaden mit rein. Jetzt geht's drauf, Flash raus. Schockwille ist nicht verfügbar. Das ist ein großes Manko, trotzdem jetzt die Bindung auf Pinoy. Und guck mal, zack, weg ist der. Bindung heißt tot. Pinoy hat vor allen Dingen davor schon eine Bindung gefressen, musste rausflashen und seine Quecksilberschärpe zünden, hatte dementsprechend jetzt keine mehr. Und wieder Betsy, das geht hier ein Schlag nach dem nächsten. Sie kriegen den in dem Tower, dann nochmal der Flash, Edward Kikis ist dran, Diamond vorne auf Power of Evil. Durchaus wichtig, hier den Carry rauszunehmen, aber Vardax ebenfalls im Bedrängnis von Carbonstadt. Dadurch fehlt jetzt einiges an Schaden für Unicorns of Love. Carbonstadt und Diamond, können die beiden Tanks das hier doch noch drehen? Nein, können sie nicht. Vardax mit dem nächsten Kill. Es regnet Geld, es regnet Kohle. Es riecht nach Ace, es riecht nach Sieg. Die Einhörner, diesmal mit dem Horn voraus, kriegen den Inhibitor hier. Und das ist jetzt schon 9000 Gold bald. Der nächste Inhibitor. Pinoy jetzt alleine kann nichts machen. Also langsam sollten sie aber vielleicht zurück. Ja, aber warum gibt man hier Lissang seine Morgana? Warum? Also, diese Bindungen, jedes Mal. Er hat gerade in diesem Spiel 4 oder 5 Mal Betsy halt bestraft dafür, dass er irgendwie falsch stand. Pinoy, ich will gar nicht mehr zählen, wie oft der schon eingefangen wurde von den Bindungen und dafür flashen musste, die Quecksilberschärpe ziehen musste oder einfach gestorben ist. Es ist so ein starker Champion, also für jedes sagen, ich würde zumindest im dritten Spiel mir auf jeden Fall wünschen, dass der in die Bannrote aufgenommen wird. Ja, und hier wird nochmal der Pick gelobt. Vardax hat 3000 Gold vor Pinoy. Er ist gerade auch noch richtig gesehen haben. Udyr zahlt sich halt vollkommen aus, da haben sie sich was Schönes überlegt und ansonsten ist wirklich jeder Pick, aber es ist halt, nach dem ersten Spiel hätte man schon merken müssen, die Indie-Sang ist gefährlich mit Morgana. Ja, auf jeden Fall. Was soll man sagen?
Der hat einfach mal 17 Assists, ein Kill. Der hat einfach die größte Killbeteiligung im kompletten Team. Und jetzt easy. Einfach mal abgeräumt. Das sollte ein Tank sein. Das sollte ein Tank sein. Der stirbt binnen Sekunden. Damit ist der Baron hier auch kein Problem mehr. Und ich meine, was willst du gegen eine 7-1 Jinx machen? Und dazu eine 7-3 Orianna, die halt immer steht. Udyr, also das Gold ist auch extrem gut verteilt. Ja, das Spiel ist komplett außer Kontrolle geraten. Aber das hat sich Gambit komplett auch selbst zuzuschreiben. Sie haben so oft Kämpfe genommen, die sie nicht hätten nehmen müssen. Unten auf der Botlane, wo der erste Kampf, wo sie Pinoy einfach im Turm gestorben ist, weil er die Turm-Agro sich geholt hat und dann einfach im Turm stehen geblieben ist, rausgelaufen, rausgewatscht ist, also dann einfach gestorben ist. Da haben sie 4 Kills angegeben an die Orianna. Dann war Power of Evil extrem stark. Dann oben der Kampf, wo sie ganz, ganz lange unbedingt Power of Evil haben wollten. Unterm Turm, da sind sie dann gestorben und haben Jinx die Kills gegeben. Also sie haben sehr viele Kills auch selbst zu verantworten. Weil er es kann und deswegen Hillisang Tageziel nicht ohne nochmal die Bindung rauszuhauen. Diamond vorne verprügelt, nach Hause geschickt, hau ab. Dann nützt hier gar nichts mehr. Varax ist inzwischen schon godlike und Edward ist ein kleiner Snack für zwischendurch. Ja, was für den hohen Zahn. Und da sieht man, da hört man vor allem lautstark die Unicorn-Fans. Da sieht man, wie der Inhibitor fällt. Der andere liegt auch schon frei. Man wird also nach unten rotieren. Dann hat man 3 Inhibitoren und Unicorns kann ausgleichen. Und wehe dem, wenn das kein Morgana-Ban gibt. Ja, der muss her. Also unabhängig davon, dass Gambit halt viele Fehler gemacht hat in dem Spiel. Diese Morgana hat zweimal schon in beiden Spielen die Botlane extrem bestraft von Gambit. Also, oh, ja, da die Betsy. Schockwelle, Betsy. Und da wieder. Hier das sagen, verdient. Verdienter Kill für Yelisang. 2-2-20, 8-1-10, 7-3-14, 7-1-12. Das sind Statistiken, die will man haben. Ja, und diesen Nexus absolut verdient. Drüber galoppiert. Und da hat man nochmal einen fetten Hufabdruck im Gesicht. Und man muss sagen, das war sogar...